Patricks Eltern küssten sich nur zweimal im Jahr. Weihnachten und Silvester. Jedes Mal, wenn es wieder soweit war, zählte Patrick die wenigen Sekunden, die der Kuss dauerte. Es gab ihm ein Gefühl von Sicherheit und Liebe. Diese Liebe spürte er auch viele Jahre später, als er Imelda zum ersten Mal küsste, seine zukünftige Frau. Auch diesen Kuss stoppte er in Gedanken. Er dauerte 3 wunderschöne Sekunden. Patrick Paddy Mitchell war einfach besessen von Zeit. Vielleicht wurde er auch deshalb zum Kopf der erfolgreichsten Bankräuberbande der USA. Geniale Kuss. Folge 8. Die Stopwatch Gang. Zusammen mit seinen Freunden Lionel Wright und Stephen Reed raubte Paddy in den 70er und 80er Jahren über 100 Banken aus. Dabei erbeuteten die Kanadier mehr als 15 Millionen Dollar. Nie feuerten Paddy und seine Kumpanen einen einzigen Schuss ab. Nie taten sie bei ihren Überfällen einem Menschen weh. Nie waren sie die Bad Boys. In einer Bank in Oregon beispielsweise bemerkte Paddy den angsterfüllten Blick einer älteren Angestellten. Sie tat ihm leid, denn sie erinnerte ihn an seine Mutter. Um sie zu beruhigen, zeigte er ihr heimlich das leere Magazin seiner Pistole, bevor er wieder sein argloses Gegenüber bedrohte, den männlichen Kollegen der Frau. Der gab ihm pflichtbewusst die Säcke aus dem Tresorraum und 1,5 Minuten später verließen Paddy und seine Freunde mit ihrer Beute die Bank. Denn eines war Paddy mindestens so wichtig, wie niemandem weh zu tun. Die Zeit. Nie durfte ein Bankraub länger als 90 Sekunden dauern. Und so trug er immer eine große Stoppuhr um den Hals. Die Medien liebten die Stopwatch-Gang. Paddy und seine Jungs waren als die schnellsten Bankräuber bekannt und als die sympathischsten. Obwohl niemand wirklich wusste, wie sie aussahen. Denn die Stopwatch-Gang verkleidete sich bei jedem Banküberfall. Mal trugen sie Hippie-Perücken, mal Anzüge mit großen Sonnenbrillen oder Masken vergangener Präsidenten. Immer gleich blieb nur eines: die Stoppuhr um Paddys Hals. Ihr größter Coup, die Bank of America in San Diego, brachte ihnen 283.000 Dollar, den kalifornischen Rekord. Aber auch die aufregendsten Minuten ihres Lebens, denn hier spielte die Zeit ausnahmsweise gegen sie. Der Plan war eigentlich perfekt. Es ist nicht weit von Arizona nach San Diego. Dort in der Bibliothek sucht Paddy alte Todesanzeigen. Von Menschen, die bei ihrem Tod so alt waren wie er und seine Jungs jetzt. Er besorgt sich die Geburtsurkunden der Toten und beantragt Kreditkarten unter ihrem Namen. Wenige Tage später haben Paddy, Lionel und Stephen jeder eine neue Identität. Mit dieser betreten sie die Bank of America. Dort eröffnen sie Konten, transferieren Gelder und beobachten den Betrieb in der Filiale. Mitarbeiter, die kommen und gehen, Schichtwechsel, Boten. Paddy stoppt jede Bewegung auf die Sekunde und irgendwann kennen sie das innere Uhrwerk der Bank. Paddy verfolgt die Geldtransporter mit dem Auto, die Stoppuhr immer in der Hand. Und irgendwann weiß er, wo sie wann und wie lange halten, auf die Sekunde genau. Jetzt präparieren sie ihr Fluchtfahrzeug. Der Leihwagen bekommt neue Nummernschilder und gelbe Rallye-Streifen auf der Seite, um mögliche Zeugen zu verwirren. Nach der Flucht zieht man die Streifen einfach ab. Die Prozedur dauert exakt 6 Sekunden. Dann, am 23. September 1980, ist es endlich soweit. Nach monatelanger Vorbereitung erreichen die drei in ihrem Fluchtfahrzeug die Bank. Genau wie das Auto sind auch sie verkleidet. Brillen, Masken, Bärte und unsichtbares Klebeband auf den Fingerkuppen, um keine Abdrücke zu hinterlassen für die Jungs. Nummernschilder und gelbe Streifen für den Wagen. Wie immer sind die drei perfekt vorbereitet. Wie immer sind sie pünktlich, denn Paddys Stoppuhr läuft. In exakt 5 Minuten wird der Transporter vorfahren. 30 Sekunden später betritt der Geldbote die Bank. Nach weiteren 30 Sekunden öffnet er die Tür zum Tresorraum, um in mehreren Fuhren die Geldreserven abzuholen. Dann, genau dann, werden Stephen und Lionel ihn abpassen, um wieder 30 Sekunden später die Bank zu verlassen. Ohne den Boten, aber mit dem Geld. So ist der Plan. Er ist perfekt getimed. Auf die Sekunde. Während Paddy mit der Stoppuhr im Auto bleibt, betreten Lionel und Stephen die Bank.
Lionel stellt sich an den Tresen, Steven auf seinen Posten. Von hier aus hat er den Eingang im Blick, durch den gleich der Geldbote kommt. Denkt Steven. Kommt er aber nicht. Draußen im Auto vollendet der Zeiger der Stoppuhr die fünfte Minute. Paddy hebt den Blick. Kein Transporter in Sicht. Er schaut die Straße hinunter, doch auch hier nichts. In der Bank wandert Stevens Blick von der Eingangstür zur Uhr über dem Tresen und wieder zurück. Dann endlich öffnet sich die Tür. Doch hineintritt eine alte Dame mit ihrem Hund. Von dem Geldboten keine Spur. Die Sekunden auf Paddys Stoppuhr ticken unerbitterlich weiter. Der Truck für den Abtransport des Geldes hätte lange hier sein müssen. Aber er hat Verspätung. Paddy geht es auf den Zeiger, wenn etwas nicht nach seiner Uhr funktioniert. Und auch in der Filiale ticken die Uhren erbarmungslos. Lionel muss am Tresen sein harmloses Gespräch weiter improvisieren, damit der Bankangestellte nicht skeptisch wird. Langsam wird die Situation brenzlig. Lionel und Steven werden so nervös, dass sie beginnen zu schwitzen, Schminke verläuft, ein Bart verrutscht, das Klebeband löst sich von den Fingern, hat die letzte Minute der Stopwatch-Gang geschlagen. Paddys Stoppuhr ist 20 Minuten über der Zeit, als endlich der Transporter kommt. Er hält vor der Bank, der Bote steigt aus und geht ins Gebäude. Auch die Erleichterung bei Lionel und Steven ist groß. Die ersten beiden Ladungen Säcke, die der Bote aus dem Tresorraum holt, sind Münzen. Das erkennt Lionel an der Form. Als der Bote zum dritten Mal wiederkommt, geht alles ganz schnell. Steven versperrt ihm den Weg, Lionel bedroht ihn von hinten mit einer Pistole. Sie ist nicht geladen, aber sie erfüllt ihren Zweck. Exakt 87 Sekunden später werfen sie die Geldsäcke in den Wagen, springen auf die Rückbank und Paddy gibt Gas. Ermittler verfolgen die Spur der drei bis nach Arizona und finden eine Villa. Hier in den Wäldern von Oak Creek Canyon ist das Leben langsam. Hier ticken die Uhren anders. Die Wecker auf den Nachttischen zeigen 4 Uhr in der Früh, als die Handschellen klicken. Lionel Wright und Steven Reed werden verhaftet. Nur Paddy ist verschwunden. Sein Bett ist noch warm. Er setzt sich ab auf die Philippinen, wo er seine Frau Imelda heiratet und einen Sohn bekommt. Paddy Mitchell hat die Zeit seines Lebens, bis im Jahr 1994 die Fernsehsendung America's Most Wanted über ihn berichtet. Ein Nachbar erkennt ihn, Paddy flieht erneut in die USA. Dort tut er das, was er am besten kann. Banken ausrauben. Als er in Mississippi nach einem Banküberfall mit seiner Beute auf die Straße tritt, erwartet ihn bereits die Polizei. Paddy wird im Alter von 52 Jahren verhaftet und zu 65 Jahren Gefängnis verurteilt. Bei seinem letzten Banküberfall hat die Zeit gegen ihn gespielt. Und das wurde ihm zum Verhängnis. Bis zu seinem Tod blockt Paddy aus seiner Zelle. Weil er keinen Computer hat, schreibt er die Artikel per Hand. Freunde und Verwandte stellen sie später ins Netz. Auch Paddys Kumpel Steven Reed schreibt im Gefängnis. In seinem Buch Jack Rabbit Parole verarbeitet er seine Erlebnisse mit Paddy und Lionel. Am 14. Januar 2007 ist Paddys Zeit endgültig abgelaufen. In North Carolina stirbt er im Gefängniskrankenhaus im Alter von 64 Jahren an Krebs.